Rock and Sea of Smooth mit I Take You. Anfang der 80er Jahre gab es sowas noch nicht, so eine Musik, so Soft, Smooth, Hip-Hop. Ja, das hat sich sehr geändert, die ganze Hip-Hop-Kultur, die ganze Musikrichtung, auch der ganze Rap, weil am Anfang war das wirklich noch Rap, der kam aus New York und der war Underground und das ist jetzt alles so kommerzialisiert, es sind Einflüsse von anderen Musikrichtungen reingekommen. So. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt nicht das, wo das Original herkam einfach. Du warst ganz am Anfang dabei im Studio, bei mir ist Ken 2 alias Fedor, Graffiti-Künstler, und hast am Anfang mit Breakdance begonnen, das war 84, als die ganze Breakdance-Welle rüberschwappte aus Amerika. Ich meine, du weißt es vielleicht auch noch, als Icy Gulp da im Fernseher rumgehampelt hat und so. Ja, also Beat Street ist gelaufen, das war der Film, der Kinofilm, der Film überhaupt, wo wir damals gesehen haben, wo wir das erste Mal gesehen haben und dadurch haben wir auch angefangen, einfach weil man sieht halt Breakdance, ich war 14 Jahre alt damals und man ist einfach beeindruckt von den ganzen Sachen, die da gemacht werden. Man versteht es im Grunde genommen gar nicht, wie die sich da rumwirbeln und versucht es halt auch. Und später, das Graffiti ist einfach dazugekommen, also im Film Beat Street hat man zwar schon Graffiti gesehen, aber trotzdem, 86 ist ein Film gelaufen, der hieß Verrückte Beine, U-Bahn-Bildern Verrückte Beine. Und also das war eigentlich der ausschlaggebende Film für mich und wohl auch für viele andere in Deutschland, irgendwie damit anzufangen mit Graffiti, weil da zum ersten Mal erklärt wurde, warum es überhaupt ging bei dem Ganzen. Was ist der Sinn? Der Sinn, der Sinn ist im Grunde genommen, seinen Namen zu verbreiten. Also das Problem bei dem Ganzen ist auch, es gilt, also wenn einer jetzt seinen Namen auf die U-Bahn schreibt oder irgendwo hinschreibt, dann macht er das nur für die anderen Writer. Nun, hast du dir irgendwann die Spraydose gegriffen und einfach ausprobiert? Oder hat dir das jemand beigebracht, gezeigt, wie es geht? Das ist halt so. Wir haben damals das nur im Fernsehen gesehen und wir haben einfach nur gesehen, Sprühdosen. Okay, alles klar, wir haben auch Sprühdosen, wir sprühen auch. Aber es gibt mittlerweile so viele verschiedene Sachen, die man beachten muss. Es gibt verschiedene Dosenmarken, es gibt verschiedene Caps, es gibt total verschiedene Sachen, die man heute beachten muss. Aber damals war das noch egal. Damals hat man sich einfach bei Papi aus dem Keller irgendwie eine Dose geschnappt, was weiß ich, für Autolackierdose. Und hat ein Bild gemalt, ohne sich großartige Gedanken drüber zu machen. Mhm. Und wie gesagt, seit 86, seit diesem Film, haben wohl viele eher ein Verständnis dafür bekommen, worum es da überhaupt ging. Und mehr oder weniger habe ich es mir selbst beigebracht. Was ist die Hall of Fame? Hall of Fame ist, das gibt es in jeder Stadt. Das ist einfach ein Gelände, wo man legal malen kann. Wir haben uns so eine Hall of Fame angeguckt und du warst beim Drehen dabei. Nice.
Ja, da treffen sich halt so alle Sprüher, Breakdancer und Rapper hier, um halt eine tierisch dicke Party zu machen. Und das fängt irgendwann an, wird man mitgenommen von irgendwelchen Größeren und merkt dann halt, wie geil es ist, irgendwo am Zug zu stehen oder so und denkt dann, boah, du weißt genau, was du machst, das ist Schaden von, was weiß ich, ein paar tausend Mark und nächsten Morgen gehst du hin, fotografierst das Ding und fühlst dich unheimlich geil dabei. Und ja, ich würde sagen, wenn dir deine Freunde sagen, ey, du hast ein korrektes Bild gemacht, dann findest du das schon ziemlich geil. So. Ist ganz witzig zu wissen, man hat irgendwas gemacht, was anderen Leuten nicht passt. Also das ist mir, was mir am meisten Spaß macht an der Sache. Und woher lässt man sich inspirieren für ein Graffiti-Bild? Die Inspiration kommt eigentlich von einem selbst, würde ich sagen. Also man kann das schwer verstehen, wenn man das jetzt nicht selbst malt. Also ein Künstler malt ja auch sein Bild. Und ich meine, woher nimmt der seine Inspiration? Er hat vielleicht auch irgendwelche Einflüsse. Ich habe genauso Einflüsse. Jeder hat irgendwo Einflüsse. Und ich meine, im Grunde genommen ist alles beeinflusst durch New York. Also New York, da hat es angefangen. Und man könnte schon sagen, alles, was jetzt hier gemacht wird, ist im Grunde genommen nachgemacht von da. Aber ich meine, es hat sich schon eigene Sachen entwickelt. Es ist hier in Europa, würde ich sagen, perfekter geworden, jetzt von der Technik her zumindest. Weil in Amerika war es auch gar nicht so der Sinn, irgendwie jetzt das alles so technisch auszufeilen, sondern war es eher wirklich, wie gesagt, der Sinn, einfach seinen Namen zu verbreiten. Ja. Und hier hat es jetzt mittlerweile so Züge angenommen, dass es halt richtig legale Auftragssprüher gibt, die halt legale Graffitis malen und die du wirklich von Namen angucken kannst. Weil normalerweise ein Graffiti kannst du dir von Weitem angucken, aber nicht von Namen, weil von Namen ist klar, dass es unsauber ist. Aber ich meine, das soll's eigentlich, das macht ja der Reiz auch aus, sonst könnte man es ja auch irgendwie pinseln oder so. Mhm. Ja. Sind dann da Grenzen gesetzt, wenn man malt? Also wenn man sprüht viel mehr, weil ich meine, da gibt es wahrscheinlich ganz, wenn ich mir eine Spraydose vorstelle, wenn ich damit sprühe mit einer Spraydose, sieht es immer irgendwie völlig unsauber aus, ehrlich gesagt. Ja, das ist natürlich eine Übungssache, das ist ganz klar. Also ich meine, am Anfang, wenn du mein erstes Bild siehst, dann denkst du auch, oh Gott, ich meine, das wird bei jedem so sein. Ich meine, jeder fängt irgendwann mal an, aber mit der Zeit zeigt sich einfach, ob jemand Talent hat oder nicht. Aber wie machst du das? Die verschiedenen Größen und die verschiedenen Linien und so, die haben ja nun mittlerweile irgendwie, das ist ja richtig ausgefeilt. Das ist ja unglaublich, wie sowas aussieht, so ein Graffiti-Bild. Du hast doch was in der Hand. Ja, verschiedene Caps. Und zwar, das sind halt verschiedene Caps, verschiedene Aufsätze für Dosen, die man benutzt. Und es gibt Skinny Caps und es gibt Fat Caps. Und Skinny Caps sind einfach Caps für die schmalen Linien zu machen, für Umrandungen. Und Fat Caps ist halt mehr zum Ausfüllen für größere Flächen. Und jetzt habe ich hier halt ein normales Skinny Cap, was ich so benutze. Das ist ein L'Oreal Cap, das ist auch ein Skinny Cap. Das ist einfach ein anderes. Das heißt einfach L'Oreal, ja, das heißt einfach so. Das ist ein New York Skinny Cap. Die heißen auch einfach so, weil sie aus New York kommen halt. Was machen die? Das ist auch Skinny Cap. Die drei sind Skinny Caps. Das ist ein Fat Cap. Also für große Flächen. Für größere Flächen, ja. Und das ist auch ein New York Fat Cap. Also damit kann man auch Umrandungen ziehen im Grunde genommen. Das ist auch noch relativ scharf, aber man kann auch größere Flächen damit ausfüllen. Wir reden gleich weiter. Jetzt gibt es auch was Kunterbuntes. Keine Graffiti, aber die Werbung. Bis gleich. Aus Budenheim ganz speziell. Peter, wie ist das mit dem legalen und illegalen Teil beim Sprühen? Das heißt, du kannst ja nicht überall hingehen und irgendwas auf, weiß ich nicht, Häuserwände sprühen. Da ist ja wahrscheinlich auch schon einiges passiert. Da werden Leute hinter dir her gewesen sein. Nee, ist mir noch nicht passiert. Und das illegale Malen habe ich auch schon seit langem aufgegeben. Aus verschiedenen Gründen. Man wird ja auch älter. Nein, aber ganz am Anfang hatte ich mal ein bisschen Stress deswegen. Aber so richtig erwischt wurde ich nicht dabei. Was war der Stress? Der Stress war, ein besonders engagierter Bahnbeamter aus Wiesbaden hatte gemeint, er müsste jetzt unbedingt irgendwas, müsste mir auf die Schliche kommen. Und hat dann so ein Häuschen, was da bemalt wurde, hat er mir dann angehängt und hat halt gemeint, das und das hätte ich da und da drunter geschrieben und so weiter. Aber das war im Grunde genommen, also ich habe mich vor der Verhandlung schon verurteilt gefühlt, weil der Richter, egal was ich ihm gesagt habe, hat nur gesagt, ja, hat nur genickt.
Man hat im Grunde genommen diese Sonderkommission, die es jetzt gab, oder mittlerweile gibt es immer noch, aber es ist halt jetzt Bundesgrenzschutz übergegangen. Die haben halt auch einfach ihren Senf dazugegeben und der Richter hat halt wirklich mehr denen geglaubt als mir, obwohl ich auch einen Rechtsanwalt hatte. Und ich meine, da hatte ich eh keine Chance, da habe ich ihm halt erzählt. Er meinte so, ja, ja, aber glaubt es mir halt trotzdem nicht. Und, da muss man richtig zahlen, oder? Ich musste 600 Mark bezahlen an ein Tierheim. An ein Tierheim? Ja, 200 Mark pro Monat, 3 Monate lang. Das war einfach nur dieses strafrechtliche oder zivilrechtlich kam nie was. Ja, wenn du Katzenfan bist, dann hat er das wahrscheinlich. Ja, ja, nee, ist schon okay. Ja. Lebst du davon, was du machst? Lebst du vom Sprühen? Kann man davon leben? Kriegt man Aufträge? Also im Moment überlebe ich davon. Ich werde mir schon eine andere Arbeit suchen, aber im Moment überlebe ich noch davon. Ich studiere zurzeit in Hamburg, Illustrator. Und mache das halt nebenher, wenn Aufträge kommen. Also ich bemühe mich nicht richtig rum und irgendwo rum und frage Leute oder so, sondern die Leute rufen im Grunde genommen immer bei mir an. Also es geht da um eventuell eine Leinwand malen oder irgendeine Fläche anmalen oder von mir aus ein Auto anmalen oder Plakate vielleicht entwerfen für irgendwelche Veranstaltungen und so weiter. Also Sachen, die kommen immer so tröpfelweise, kommen die ab und zu rein, aber mittlerweile, also im Moment geht's noch. Aber es gibt ein Buch, in dem du erwähnt wirst. Ja. Das hast du auch mitgebracht. Das heißt? Graffiti Art Deutschland. Mhm. Und ja. Da ist es, Graffiti Art. Ja, das ist ja eigentlich das für mich das ziemlich das beste Buch, was es gibt über deutsches Graffiti. Also wenn man sich über deutsches Graffiti informieren will, ist das wohl das Beste. Auch die Texte, die drin sind, weil es sind Writer direkt befragt. Also es ist irgendwie von irgendeinem gemacht worden, der jetzt irgendwie pseudomäßig jetzt irgendwelche Fotos zusammen und dann irgendwas drüber erzählt, sondern es ist wirklich, das sind fast nur Statements von Writern drin. Und die wirklich nur erzählen halt von ihren Erfahrungen und warum sie das machen und so weiter. Und wenn man das durchliest, dann versteht man das vielleicht sogar ein bisschen besser, halt das ganze, die ganze Szene. Wir unterhalten uns gleich weiter und werfen jetzt nochmal einen gemeinsamen Buchblick in dieses Buch. Für alle, die mehr über die geilen, bunten Lackbilder auf Wänden und Zügen erfahren wollen, gibt's jetzt das ultimative Buch Graffiti Art Deutschland. In dem Bildband mit über 450 Abbildungen werden die Spraytechniken und der Jargon der Underground-Künstler erklärt. Die Writer berichten selbst über Auftragsarbeiten, illegale Aktionen und ihre Beweggründe. Was sind das für Leute, die exzessiv und zwanghaft ihren Decknamen tausendfach auf graue Flächen sprühen? Sich eine zweite illegale Identität zu schaffen, ist immer noch, genauso wie vor 10 Jahren, verlockend abenteuerlich. Die Halle des Ruhms ruft. Die Musik deiner Szene ist Hip-Hop? Ja, es ist Rap. Also Hip-Hop ist, Hip-Hop, um das nochmal kurz zu erklären, Hip-Hop ist im Grunde genommen der Gesamtbegriff für Breakdance, Rap und Graffiti. Das ist damals Hip-Hop und das wird halt heute immer ein bisschen, wie soll ich sagen, Hip-Hop wird alles, was irgendwie, wer eine Baseballkappe für Geld drauf hat, der ist gleich Hip-Hop oder so. Also Hip-Hop, das sollte man schon unterscheiden, aber es ist einfach Rap, was ich jetzt höre. Du kennst Gangster-Rap natürlich auch. Ja. Was stehst du auf die Leute, Tupac und so weiter, irgendwie festgenommen? Ich finde, sag mal so, ja, pass auf, also ich finde so, die Musik finde ich okay, also jetzt nur die Beats. Die Musik ist eigentlich das, was mir dabei gefällt, so. Klasse, dass du da gewesen bist. Wir schauen uns einen Beitrag an über Gewalt in Deutschland und was ihr dazu gesagt habt.